Ich glaube, Endgegnerzeit. Das war schlecht, glaube ich. Sterbe ich jetzt? Nein. Oh. Boah, was? Cool. War gerade an der Wasseroberfläche. Und bin da lang getrieben. So, schnell hoch hier. Hier geht's nicht lang, hier geht's lang. Das ist ja quasi schon das Prälude zum Endboss. Glaube ich zumindest. Schnell noch das Ding einsammeln. Ja. So, man kann ihn so zwar hitten. Und kann das auch so versuchen. Also ich weiß nicht, ob man ihn... Oh, da fängt schon gut an. Zwischendrin quasi auch hitten kann. Ja, super, ein Ring noch. Warum ich mich eben so beeile, dass das, weil der Wasserspiegel unter mir steigt. Ich weiß nicht, ob man ihn so auch noch hitten kann, aber es reicht, wenn man bis zum Ende des Levels kommt. So zum Beispiel. Na! Ach, verdammter Robotnik. Na, das ging doch einfach. Viel einfacher als gedacht. So, weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich versuche das jetzt in einem Rutsch einfach mal durchzuziehen. Mal gucken, was passiert. Wo bin ich denn? Starlight Zone. Ja, das ist auf jeden Fall die Zone in Sonic 1 mit der schönsten Hintergrundmelodie, wie ich finde. Die hat echt was. Noch so eine echt schöne Zone. Problem ist, unter einem ist quasi alles komplett frei. Man ist hier irgendwo, was weiß ich, auf einem Gerüst von einem Gebäude. Und kann hier eben ständig irgendwo runterfallen. Das heißt, die Gefahr ist überall. Aber einfach eine schöne Musik, ein schönes Setting, schöne Sterne und einfach schönes Sonic. So, verdammt, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Kann natürlich ein bisschen weiter weggehen und hoffen, dass das wieder oben ist. Ja, das klappt meistens. Zack, dann kommt es runter. Und noch ein Versuch, oben lang zu gehen. Na, das hat doch geklappt. So, genau wie ihr seht eben... Oh Gott. Viele Gegner. Hoppa. So. In Sonic gibt es sehr, sehr viele Wege pro Level, das Level zu beenden. Das macht eben auch einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert irgendwie aus. Ich meine, es ist nicht wirklich was anderes dann. Aber immer mal einen anderen Weg suchen und finden und vielleicht den versuchen... Ach, verdammt, wegen einem Ring! Vielleicht versuchen, den schnellsten Weg zu finden und den kürzesten und sonst was. Das macht dann doch immer schon wieder sehr viel Spaß. Ah, wegen einem Ring. Ja, wie ich schon gesagt habe, es wird nicht funktionieren, dass ich alle Chaos Emeralds kriege. In den nächsten Teilen versuche ich es stärker, sage ich mal. Das ist auch nicht ganz so schwer. Wobei ich mich in Sonic 2, die Superwelt ist auch nicht gerade die einfachste. Denn da muss man, da rennt man in Fake 3D-Perspektive. Rennt man da eine Bahn entlang, eine Rennbahn, muss dabei Ringe einsammeln und es sind immer 3 Checkpoints auf der Rennbahn. Sagen wir mal, beim ersten braucht man 20 Ringe, beim zweiten Checkpoint braucht man dann 30 Ringe und beim letzten braucht man 80 Ringe. Und ja genau, die Ringe sind eben auf der Bahn und die muss man einsammeln. Bis dahin, bis zum Checkpoint quasi. Wenn man es schafft, dann geht es weiter beim Checkpoint, nach dem dritten Checkpoint kriegt man den Chaos Emerald. Aber erstens muss man eben die ganzen Ringe so kriegen überhaupt erstmal. Und zweitens sind auf der Strecke noch Minen verteilt, die einen dann wieder ein paar Ringe abziehen. Das ist beim Anfang eben noch sehr einfach, wie auch hier die ersten Levels recht einfach waren. Aber später wird es natürlich immer schwerer. So. Na, Levelende? Ja. Ring. So, mal gucken, ob wir wenigstens über die Hälfte schaffen. Das wäre natürlich auch was Schönes. Dann könnte ich ja mit ruhigem Gewissen eigentlich schon sagen, dass das ganz cool war, was ich so bisher gemacht habe. Und stürze aber fast gleich in den Tod. Dreh es mir mal um, dass ich gleich nochmal die Chance habe, in den Tod zu stürzen. Wo geht's lang? Man weiß es nicht so genau. Da ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Oh, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben.
Da sehe ich doch. Ja, ja, nein, nein, oh ja. Herrlich. Nein. Ja, hier kann ich nicht so viel reden, denn es ist einfach zu schrecklich. Na, ah, ich bin schon wieder ganz weit weg. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht, dass es sich dreht in diese Richtung. Ich will in die andere Richtung. Wobei, ja, hangel dich lang, Chaos. Ah, schon wieder hier. Ja, nein. Ach, verdammt. Mann, ist das peinlich. Aber noch bin ich nicht tot. Ja, 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 ja. Nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich dachte, oh, hier ist er. Ja. So, komm schon, komm schon, komm schon. Schlag dich durch. So weit, so gut. Muss ich noch eine Umdrehung abwarten, dann da schnell hinspringen und mich wieder komplett durchs Level katapultieren lassen. Um irgendwo anders zu landen. Ja, 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 nein. Das Blöde ist, umso mehr man kaputt macht, umso weniger Halt hat man da quasi. Um sich eine Kuhle zu bilden. Ah, wo geht's lang? Hier geht's lang. Ja, nein. Nein! Ah! Scheiße. Sorry dafür, aber es ist zum Kotzen. Er lag schon frei. Naja. Adrenalinpegel senkt sich wieder auf ein normales Niveau. Und wir spielen das schönste Spiel aller Zeiten einfach weiter. Noch ein schöner Propeller, der einen rückwärts zieht, wenn man in der falschen Sekunde dort ist. Wie ich gepisst bin. Von diesen blöden Special Stages in Sonic 1. Wobei es eine schöne Idee ist. Dagegen sage ich ja gar nichts. Es hat echt was. Es ist Kunst. Oh nein. Oh nein. Frame geht in den Keller. Hier irgendwo müsste sowas sein. Oh. Guter Sprung. Echt guter Sprung. So. Na, geschafft. Jupp. Und gleich mal tratter da ping. So, ist noch hier. Oh, da oben ist einer. Oh, ich weiß, was hier kommt. Das Riesending. Alles ist besser mit Stacheln, dachten die sich. Ja, genau. So läuft's doch. Ah, hier sind eigentlich die 50 Regeln völlig egal. Das ist das dritte Level. Ich muss hier bloß bis ans Ende kommen. Und dann Robotnik besiegen. An den Viechern vorbei und fast wieder zurückgeschossen werden. Das ist echt fies manchmal, echt fies. Oh. Was sollte ich hier machen? Ich meine, bei Sonic geht es um Speed. Und da versucht man durchzuspeeden, aber manchmal ist das eben genau das Falsche. So, hier kann ich so machen oder auch so machen. Hat super funktioniert. Zack. Und zack. Und nach oben geschleudert werden. Ja, die Endbosse an sich sind weniger schwer manchmal als die Levels oder vor allem die Special Stages. Das wird nix, aber das wird was. Jupp. Und gleich zurück. Zack. Und das müsste es gewesen sein. Sehr schön. Ja, das läuft auch wunderbar. Uff, die Wuff. So. Bin ich jetzt schon in der letzten Welt? Ich glaube, nach der Starlight Zone kommt die letzte Welt von Sonic. Diese Maschinenwelt. Ja, Scrap Brain Zone. Akt 1. Hier müssen wir drei höllische Akte überstehen, in einer hochtechnologisierten Welt, wo alles einen töten möchte. Ach, verdammt. Ja. Am besten nicht da drauf springen, sondern einfach drüber springen und dann hat sich die Sache. Schön. Hier sehen wir auch diese blöden Würmer wieder. Ich gehe hier unten lang. Und hier möchte einen alles zerquetschen, wie man gerade sieht. Muss man das. Also ist alles wie ein Getriebe gemacht und so. Also eine wirklich sehr, sehr coole Welt. Wenn sie nicht so tödlich wäre.
Und eben hier vorne, die dritte Zone, ist diese Zone, von der ich schon Ewigkeiten geredet habe. Es ist die schlimmste Zone in ganz Sonic. So, hier möchte ich dann auch alles zerquetschen. Mit Magneten. Ach Gott, wäre ich mal nicht unten lang gegangen. Denn diese Instant-Death-Dinger, das sind eindeutig die schlimmsten, die es gibt. So, oh. Na, rennen gegen Chaos. Wow. Ja, also ihr seht schon, in welche Richtung das abgeht. Der Schwierigkeitsgrad zieht gnadenlos an. Was das schon wieder war, ich weiß es nicht. Es ging einfach weg und ich war tot.